Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 mit Dorian. Wir haben es tatsächlich mal lebend hier hergeschafft zum Juden. Und dann stopfen wir ihm das Geld mal in seinen kleinen fetten Arsch, aber ich wette... Ach komm, Digga, irgendwas mit dem jetzt auch wieder sein. Ja, seine Mafia wird hier wahrscheinlich schon gleich... Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Ja, zu deiner Mutter am Puff gehen, oder was? Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Alter, wie verstrickt soll die Scheiße denn sein? Also Sie haben meinem Vater Geld geliehen. Hm, deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber... Habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Tja. Dafür kann der Jude jetzt aber wirklich nichts. Das ist einfach da blöd genug, weil zu leiden. Ist seine Schuld. Muss er damit rechnen, dass er seine Schulden auch immer mal zurückzahlen muss. Oh. Kapitel 15. Mhm. Par aspera ad astra. Ach, ich kann doch kein Russisch. Oyster Bay, 26. September 1951. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Ziemlich es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Mit Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Oh nein, ich will da Klingelstreich. Kann man nicht endlich mal eine vernünftige dicke Butze holen, was? Er ruft denn überhaupt jetzt an, Joe, oder was? Ja. Ja, hallo? Vito? Hier, Eddie. Hör mal, du möchtest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein. Aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. Ui, ein Ausflug ins Planetarium. Wenn wir Uranus erforschen. Ich ahne nichts Gutes. Doch. Wer war noch mal Carlo? Ja, Carlo, das war doch der fette Kater von bei Mickey Mouse. Ach so. Der will mich jetzt sehen. Der will dich jetzt sehen, ja. Wo sind meine guten Klamotten hin, Mann, die ich mir extra geholt habe? Ja, zieh mir halt den Scheiß an, ne? Oh Gott, es regnet. Jetzt den Rennfahreranzug anziehen. Oh Gott, es cutscene. Mr. Scaletta, würden Sie bitte einsteigen? Nein. Warum? Hey, alter Mann, was machst du denn hier? Verflucht, steig schon ein. Los jetzt! Mann, es regnet. Steigt da einfach ein. Und Sie sind... Das ist unser Freund, Chong. Mr. Chu. Okay, also was läuft hier, Leo? Worum geht's? Es
Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße, hä? Hast einen scheiß Krieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Verarsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich hab schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chu's Leuten ist tot und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, Chu ist auch schuld. Wär ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Guck mich doch mindestens an. Deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Keiner. Daran war doch nur dieser Schwanzlutscher Henry schuld, oder? Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Guck mich halt ab, schlag mich an. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er vermeidet Augenkontakt. Deshalb haben Mr. Chu's Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich habe mich für dich stark gemacht. Du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Er soll Joe töten. Okay, lass hören. Ich sag's voraus. Tu uns einen Gefallen und erledige. Ja, und wenn ich's nicht... Also stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbürgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkrochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Warum guckt er mich absolut nicht an? Lass mich aus. Ich wusste nicht, dass ich Starfield spiele. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Er guckt mich an. Ja, er würdigt mich. Er hat mich angeguckt. Verdammt. Was ist denn jetzt konnte los? Dir jetzt nicht mehr in die Augen. Bin ich eine Frau geworden, oder was? Kriegst du eine komische Form von Korsett, oder? Das soll meine Brüstung mal hinter betonen. Hallo. Oh Mann. Oh Gott, hätte mich der Spastien nicht gleich zum Observatorium fahren können. Oh Mann. Taxi. Oh, hallo, Süßer. was sieht denn hier am schlimmsten aus? Ich nehme das hier. Man soll ja immer in Style reisen, wenn man schon nicht die Klammern dafür hat. Tja, da müssen wir jetzt wohl Carlo umbringen, habe ich gehört. Carlo Colucci, wa? Ja, Carlo Kolumna, die rasende Reporterin. Carla Kolumna, ja. Na, Töre. Benjamin, Blümchen. ich bin zu Jo, würde jetzt in meinem Auto sitzen und würde jetzt rummeckern, dass ich über Rot gefahren bin. Ach, Jo, Eugene Krabs. Ich bin gekommen, um deine Seele zu holen. Ich bin nicht Eugene Krabs. Ich bin Benjamin Blümchen. Ich frag mich echt, was der im Original gesagt hat. Nee, der hat einfach dann irgendwie abgefunken und gesagt, dass er das nicht ist. Echt so? Ja, irgendwie so. War komplett unspektakulär. Naja gut, die hatten ja auch nicht zufälligerweise gerade sie von Benjamin zart. Vor allem, dass der fliegende Holländer dann noch rausgeht und sich bei der Schwester erkundigt. Ja. Die ersten ein, zwei Staffeln von SpongeBob sind schon echt. Ja klar, danach war einfach absolut so eklig gefühlt. Der vor allem war da ja noch der, wie soll ich sagen, der Originalautor, wenn man so sagen kann. Derjenige, der, ja. der war ja noch da. Der war später ja nicht mehr da. Alle weggeekelt. Na gut, ich weiß nicht, ob weggeekelt, aber ja. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ist der gestorben oder die haben den gefeuert? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht beides, vielleicht ist er gestorben und danach wurde er gefeuert. Das kann auch sein. Aus dem Weg. Auf zum Planetarium und dann erforschen wir Uranus. Ha, 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 ha. Uranus. Nein, wir halten hier nicht an.
Upsi. Da habe ich wohl eine kleine Karambolage verursacht. Ich merke gerade, ich hätte noch was snacken sollen, weil mein Charakter noch nicht mehr voll Health hat. Scheiße. Naja, wird ja bestimmt schon kein schwieriger Fight werden, oder? Nein, sind beim wir letzten Kapitel. Ja, wir sind in der Nähe von Harry. Soll ich da mal hinfahren? Ach komm. Oder? Fahr mal zu Harry und guck mal, was abgeht. Mit einem Jumpcar. So, da wären wir beim tollen Planetarium. Hab mir neue Waffen geholt bei Harry. Harry Stratford. Und ich hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen meiner Tommy Gun und einem Taxifahrer, das man nicht wanted, aber ist ja auch scheiße geworden. Der Mann ist eh das Ende jetzt. Nein, es geht noch voll weiter. Mhm. Die Karabiner. Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Weiß ich. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Schweimi. Klar, bedien dich. Hättest du nicht mit dem Karabiner umlenken können. Mensch, Mensch. Extra eingekauft, ne? Das Lied. Ich bin aber wanted. Peng. In deine Fresse. Okay, in deine Eier. Um mich auch anzuschießen, weil ich an der Kante bin. Na, wo ist der Wichskopf? Da. Ja. Ist ja wie Entenschießen. Fuck. Nicht getroffen. Peinlich. Los, zeig deinen hässlichen Kopf. Ja, Mann. Das ist ey meiner toten Schnecke, ich schwör's dir. Ich glaube, das Planetarium kenne ich aus GTA 5. Ich glaube, so sehen Planetarien einfach immer aus. Hey Jungs, wir wollen Planetarium, okay. Das muss rund sein. Hallo. 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 Guter Backflip. Hallo. Du für ein scheiß Bullet Sponge. Das ist ein Hinweis, dass ich die Tommy Gun benutzen soll. Piu piu. Ich wünschte echt, man könnte über Kim und Com zielen. Ja, aber. Das würde einiges so einfacher machen, aber nein. Dann die Ratte nicht. Der den Hut weggeschossen. Ich bin Michael Jackson. Tja. Der hätte ich wie ein Querschläger wohl getroffen. Ich hab den auf dem Mini-Radar gesehen. Da, hä, wo ist denn der Fotzen-Heini? Ich verstehe, wie wir das Spiel spielen. Wir tauchen plötzlich auf, alles klar. Natürlich. Ja. Das haben wir ja vorhin bei dem einen Typ gesehen, der uns die Waffe doch hinter hier den Rücken gezogen hat. Da kann ich doch ein, die italienische Mafia hat die Fähigkeit, sich hinter Leute zu teleportieren. Mhm. Die haben verbotene Technologien hier. Ja, kratzt lieber ab, Kumpel. Ich bin wanted. Für Cosmo und Wanda. Egal. Tauch halt einfach auf, ich schwör's dir. Gib mir Tommy Gun, aber die andere, Thompson. Weil MP40 fast alle. Kann ja nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Power on off. Explore distant space. Nee. Hier wurde also Starfleet gar nicht entwickelt. Ja, das glaube ich sogar. Ich kann hier auch was. So, hier.
ich hab das doch. Wahrscheinlich, weißt du, da haben sie einfach so einen Rechner, einen Rechner mit einem Typen neben so ein Teleskop gestellt. Ich sag, jetzt mach mal. Da ist er! Schieß! Wow, what the fuck war das denn? Was hat der denn gefressen, Alter? Du hast 7 Jahre Zeit, dann muss ein Spiel da sein. Ich meine, das würde einiges erklären, also. Na. Wie der beim Tod gekommen ist, hat dem wohl nicht gefallen, dass ich mich ja jetzt nicht hochgekommen. Hat dem nicht gefallen, dass ich das fucking Dach geöffnet habe. Alter, geh doch mal in Deckung, Junge. Wozu drücke ich denn Steuerung, du Penisfresse? Mann, du scheiß Spaghettifresser, was kannst du eigentlich? Ui, wieder runterlaufen, noch gar nicht gesehen. Brot kann schimmeln, was kannst du? Ja. Scheiße, worauf wartest du? Da ist er doch! Ja, echt, worauf wartest du? Ach, danke, dass du jetzt in Deckung bist. Carlo, man wendet sich nicht gegen Vito. Ist doch bestimmt noch ein Porno versteckt. Wäre lustig, wenn die sich selber als Spaghetti-Fresser bezeichnen. Muss kurz nachladen. Ich dürfte nicht einfach hier reinkommen, hier auch nicht nachladen, oder? Oh. Da ist er! Schieß! Und hier, schieß doch! Warum hat der nicht geschossen? Ich bin doch hier. Oh, ein Tesla. Irgendwas. Ein Tesla-Sprung. Los jetzt! Was ist denn hier los? Kann man eigentlich auch so blind aus der Deckung schießen? Ja, ist so. Ist so. Hast du gehört, wie ich das konnte? Oh ja. Die Gegner können das, ich nicht. Also. Hallo. Lass mich raten, der Boss ist hinter der Tür. Meinst du? Ich vermute es. Ich hasse Museen, Stirbmuseum. Klopf, klopf. Kutzzähne. Ey, ich hab nicht nur eine Knarre, hallo? Ah, wer kommt denn da? Dich haben sie geschickt? Hallo, Umstand, Kenzer. Was haben sie dir gesagt? Leg Carlo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Ja. Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Ja, sag ich. Dann, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! 2. Sofort! Nimm das rein in die Mangel! Schau, das hast du das beim Militär gelernt? Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir Joe abknallen können. Ja, das ist alles? Dann blüht dir was. Lass dir was einfallen. Endlich, das sind dämlichen Kommentare. Mein Gott, ob ich das handelt. Gib mir Deckung. Das gibt dir nicht Deckung. Ich bin der Beste. Verdammt nochmal, leg die zwei Irren um. Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Wetten? Gott, hat gerade im Idiot zum ersten Mal jemanden drüber. Ich freue mich schon drauf, wenn du Ich bin schon drauf, wenn du AIDS kriegst.
Na, sie sind nur zu zweit. Ach, er kann durch die Sitze schießen, ich nicht. Na, wo bist du? Arschgesicht. Ich versteh generell nicht so ganz das Deckungssystem in dem Spiel. Bin jetzt hier. Was soll ich jetzt hier tun? Oh, ein Playboy. Oh. Deswegen hat er sich hier versteckt. Ich verstehe. Das hat mir gefehlt. Wie damals während der Prohibition. Mann, das war echt klasse. Das war ja... Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich's für mich. Scheiß auf dich. Scheiß Wichser. Nein, ihr scheiß auf dich, Kumpel. Ja, haben wir mal eben eigenhändig die Mafia erledigt. Ich will hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, jetzt werden was beide hat er von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Capo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Na dann. Das ist der Ausgang. Ja, von der anderen Seite, oder was, ne? Das ist dämlich. Ich darf den von der Rum triggern. Scheiße, oh. Was soll das denn? Sag ich doch. Nun gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Aber ganz bestimmt. Okay, was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Wir gehen ohne Joe ins Bordell. Ja, das hättest du nicht gedacht, ne? Ja, ich hab mir schon gedacht, dass Joe noch abkratzt. Ne, du kratzt doch nicht ab, wir gehen nur nicht mit ihm ins Bordell. Bestimmt. Aber das war das Ende, was ich damals schon komisch fand, weil, keine Ahnung, sag mir halt, was mit dem Typen passiert, ich will nicht spekulieren. Tja, das war Mafia 2. So ein scheiß Ende. Ja, fand ich damals auch schon. Danke, dass du mich bestätigst. ja. Aber immerhin hat es im Großen und Ganzen eigentlich Spaß gemacht. Naja, kann man sich ja nicht beschweren. Die Dialoge waren cool. Jo war nervig, aber der ist ja jetzt eh Geschichte, von daher. Ja. Willst du noch was sagen? Ja, also ich muss sagen, so von den linearen Spielen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, über die letzten Jahre, muss ich sagen, ist das ehrlich gesagt ganz cool. Es konzentriert sich echt darauf, was ist und nichts versucht, nichts anderes zu sein. Versucht nicht 1000 Sachen gleichzeitig korrekt zu machen, sondern versucht die ganze Zeit nur eine Sache korrekt zu machen. Das ist die Story. Sehen wir vom Ende ab, aber so mittendrin ist es eigentlich ganz cool. Jo. Dem kann ich mich eigentlich auch anschließen. Gut, dann war's das mit Mafia 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, Doran ist euch nicht zu sehr auf den Sack gegangen. Hallo. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, was auch immer das sein wird. Bis dahin. Tschüss. Mm-hmm.